Hallo, liebe Gartenfreunde. Mein Name ist Jörg Schneider und ich bin der Inhaber der Gartenbaumschule Schneider aus Berlin-Kladow. Ich sitze hier vor einem wunderschönen kleinen Lavendel. Ich werde oft angesprochen, Herr Schneider, ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich meinen Lavendel richtig schneiden soll. Und dieses soll heute mal unser Thema sein, wie schneide ich meinen Lavendel richtig? Dieser Lavendel ist schon so ein paar Jahre alt, also wie aus dem Leben gegriffen. Er ist hier unten auch ein bisschen kahl. Ja, und hier sind abgeblühte Blütenstände zu sehen. Also ich denke mal, in vielen Gärten sieht der ähnlich aus. Was ist jetzt richtig zu tun? Wir brauchen zwei Handwerkszeuge. Einmal brauchen wir eine Gartenschere dafür, eine scharfe, gute Gartenschere. Oder wer vielleicht ganze Lavendel-Einfassungen oder große Büsche hat, der kann hier auch durchaus mit einer Heckenschere arbeiten. Auch die muss gut scharf sein. Aber nur ganz kurz noch mal zu dem Aufbau des Lavendels und was da geschnitten werden soll. Wir haben hier noch sehr schön zu sehen die abgeblühten Blütenstände eines Lavendels. Und wir haben jetzt gerade März und das ist eigentlich die wichtige Jahreszeit, um den Lavendel richtig zu schneiden. Hier wurde jedoch im November, als der allmählich so verblühte, manchmal verblüht er auch schon im Oktober, da hätte man schon die abgeblühten Blütenstände schneiden können. Aber dann, also vorm Winter, im Oktober, November, schneidet man dann auch wirklich nur die abgeblühten Blütenstände ab. Nicht mehr. Jetzt im März, wenn der Winter vorüber ist und wir haben schon angenehme 10 Grad plus und großartige Fröste, bis minus 10 oder 15 Grad sind da nicht mehr zu erwarten, dann erfolgt eigentlich der wichtigere Schnitt. Also die abgeblühten Blütenstände kann man dann auch mal vergessen haben. Also die werden jetzt im März mit abgeschnitten und nicht nur die, sondern ich schneide beim Lavendel dann ins gesunde grüne Holz rein. Aber wichtig, und das ist jetzt wirklich absolut wichtig, ich schneide den Lavendel nicht so tief wie eine Staude, weil der Lavendel ist ein krautig-wüchsiges Gewächs. Das ist ein Halbstrauch, sagen wir. Und wenn ich den hier runterschneiden würde in das Holz, wo er praktisch gar kein Laub mehr hat, dann sagen wir, schneiden wir den Lavendel tot. Also er treibt dann nicht mehr von unten aus, wie man es vielleicht von Rittersporn, also von echten Stauden her kennt, die man ja richtig stopplich runterschneidet oder wie Gräser oder so. Der Lavendel ziert sich dann und bleibt im Wachstum stecken, hat keine Potenz mehr richtig auszutreiben und der wird dann regelrecht sterben. Also den Lavendel nicht so scharf runterschneiden, sondern wirklich nur so ins graue Holz rein. Und ich muss dann was Graues, muss dann stehen bleiben, das dann im Verlauf des Frühjahrs und Sommer dann wieder neu austreiben kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wer das jedes Jahr beherzigt und das regelmäßig so macht, wie ich beschreibe, der wird sehen, er hat dann solche schön kissenartigen, wachsenden, kompakten, bis nach unten dichtwüchsigen Lavendel im Garten. Und damit verhindert man dieses leicht Aufkahlen von unten. Wenn man regelmäßig im Jahr den Lavendel im Oktober, November schneidet und im März ins gesunde grüne Holz. Aber man muss unbedingt noch was stehen lassen. Ja, und das würde ich jetzt einfach mal machen. Und schneide hier tiefer rein. Also das bedeutet, ich nehme durchaus jetzt graues Laub, grau-grünes Laub somit ab. Aber ich muss es auch stehen lassen. So, jetzt ist er eigentlich fertig geschnitten. Es war hier partiellweise jetzt ein bisschen kahler geworden, aber nichtsdestotrotz, ich habe grünes stehen lassen. Es ist März, es wird jetzt warm und im April, Mai wird er wunderbar hier durchtreiben und wird dann auch diese vielleicht noch etwas offeneren Stellen schließen können und kommt dann wunderbar im Sommer zur Blüte. Und wer das so regelmäßig beherzigt, der lässt es erst gar nicht dazu kommen, dass er eben hier ein bisschen kahler ist, sondern von vornherein werden Sie sehen, dass sie schöne, dichte, kompakte Pflanzen erzeugen, die dauerhaft wunderbar blühen und Ihnen Freude machen werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hierbei ein paar Tipps geben und dabei helfen, wie Sie Ihren Lavendel im Garten schön pflegen
und schneiden und wünsche Ihnen dabei viel Freude und Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.